In die Studentenstadt kehrt endlich wieder Leben ein. Jahrelang standen zahlreiche Wohnhäuser hier leer, doch das soll sich jetzt ändern. Nach umfangreicher Generalsanierung wurde die erste Wohnanlage auf dem Gelände in Freimann, das Blaue Haus, jetzt wieder eröffnet. Es ist ja eine Perlenkette auch von Enttäuschungen in den letzten Monaten und Jahren hier gewesen. Schreckliche Ereignisse wie das Brandereignis und jetzt endlich mal wieder ein positives Ereignis. 250 neue und zwar brandneue Apartments sind hier saniert worden, sind möglich gemacht worden. Die ersten Studierenden leben hier schon. Insgesamt hat das Studierendenwerk München Oberbayern rund 22 Millionen Euro in das Projekt investiert. 9 Millionen Euro kamen davon aus dem Bayerischen Bauministerium. Ich freue mich natürlich noch mehr, dass es jetzt hier weiter vorangeht. Ich habe ja letztes Jahr die Aufgabe hier übernommen, bin glaube in der ersten Woche mit dieser Frage konfrontiert worden. Da ist Leerstand, machen Sie da nichts. Der Freistaat Bayern ist zwar nicht zuständig, aber ich bin gewohnt, hier entsprechend anzupacken. Ich habe mir das auch selbst am Wochenende hier erstmal angesehen. Und wir haben dann gemeinsam jetzt auch eine Lösung gesucht und die haben wir gefunden. Mit der Eröffnung hat die Wohnanlage nun auch einen neuen Namen bekommen. Künftig ist es nicht mehr das Blaue Haus, sondern das Sophie-Scholl-Haus. Hier in der Studentenstadt wurden ja alle, sagen wir mal, männlichen Mitglieder der Weißen Rose geehrt worden damals in den 50er Jahren, weil einfach der Geschwister-Scholl-Platz schon in München belegt war, namentlich. Nur die Sophie Scholl, die wurde nicht bedacht und da sind wir froh, dass das jetzt eben nachgezogen wurde und auch, dass dieser Vorschlag aus der Studentenschaft kam. Bezahlbaren Wohnraum in München zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Die neuen Wohnplätze zum Preis von je 260 Euro kalt sollen es den Studenten in der Stadt leichter machen. Für mich ist wichtig, dass bei diesem Thema Wohnraumschaffung, bezahlbarer Wohnraum auch für Studierende, einfach alle miteinander dran arbeiten. Und das müssen wir sichern für diese Stadt. Mit der Sanierung des Sophie-Scholl-Hauses ist der Ausbau der Studentenstadt noch lange nicht abgeschlossen. Bis 2028 sollen zwei weitere Wohnhäuser vor Ort generalsaniert werden, mit finanzieller Unterstützung der Bayernheim in Höhe von 150 Millionen Euro. So soll die Geisterstadt im Münchner Norden endlich wieder zum Leben erwachen.